Besser wird auch Incho Chuna in seiner noch aktiven Zeit als Vater einen Boomerang nicht hat werfen können. An der Innenwand der Glocke springt der Baseballschläger 8, 9, 10 Mal wie vom Geisterhand geführt auf und ab. Schlag 12 Mal zu, dann Ruh. 10, Gong. 11, Gong. 12, Gong. Das Sportgerät sinkt zu Boden. Ungläubige Blicke gehen der Fachlehrerin, Frau Dr. Miratin, durch Mark und Bein. Im Raunen und Flüstern von Magie bis Zauberei wendet diese sich hilfesuchend der Direktorin zu. Da gerade selbst die Promotion in Sportmedizin nicht vor Herzstichen schützen will. Wohin nur, wohin mit dem Misstrauen der sehr Verehrten und Lieben, welches ihren Brustkorb zuschnürt? Ihren Atem stocken und ihr Bewusstsein schwimmen lässt. Wir sind, hell schwingt die Stimme der Schulleiterin über die Anwesenden, die Bob Marley Gesamtschule, nicht bei allem Respekt das Nostradamus-Gymnasium. Keine Mysterie, keine Hysterie, keine Hexerei, nehmen Sie, wohl dem, der eine solche Direktorin hat. Nehmen Sie die Lyrik des Buffalo Soldiers, übersetzen Sie das Lied in den Dialekt der Mescalero, in dem auch die schöne Morgenröte Nchochi geboren ist, und singen Sie die Melodie zeitlich. So tragen Sie Sorge für eine ausgewogene Biochemie. Da muss was dran sein, kehrt die Urlaubsbräune unter den Skalp von Frau Miratin zurück. Doch habe ich nicht den australischen Boomerang gelehrt? Bevor ihre Tradition mit Schnappes klar nahezu ausgerottet wurden, nun wirkt die Direktorin, wobei sie sich schütteln muss, dass die Helligkeit ihrer ersten Worte wie Hagel auf die Zuhörer prasselt. Kannten alle Stämme der Aborigines den Kangaroo Warrior Choral. In diesem Shanti, ihre Stimme hat sich wieder gefangen, der Eisregen schmilzt, das Strafgericht, notiert der Washington Post simulant erschrocken über sich selbst, ist nochmal über uns Ungläubige hinweggezogen. In diesem Shanti bilden Text und Tonführung eine Einheit, welche Materie in unterschiedliche Schwingungen zu versetzen mochte. Die Ureinwohner unseres fünften Kontinents sangen dem Holz, sich zu erheben, hierher zu fliegen, dorthin zu schweben, im kulturellen Kontext der Raster, versinnbildlichen Word, Sound and Power, den Charakter der dreieinigen Schwester Selase. In der Düsseldorfer Rheinaue erhalten sich die geflügelten Worte vom Ton, der die Musik macht. Bitte, Benjamin. Da braust Applaus wie Pfingsturm. Erschrecken weicht Reporter atheistischem Entsetzen. Doch noch ist's Mittwoch und wenn auch ein Dutzend Schläge die Aula erfüllen, mal grad erst 8:45. Der schizoide Mann, ruft Benjamin in die tosende Menge des 21. Jahrhunderts. Im Original. Schlagartig herrscht absolute Ruhe. Im Originalgesang des Königs sind verschiedene Spiegelbilder enthalten. Including Mirrors, wie sie sich in der Karmesin-Rotenhof-Biografie vergewissern mögen, sehr verehrte Damen und Herren und liebe Freunde. El Miroir. Including Mirrors. Siedende Spektren prophetischer Geisterwelten steigen in Beatle auf. El Miroir de la Epitaph, including March for No Reason. So kennt auch dieser Gesang einen Kopierschutz. Waisenkönigs Karmesin, wie hat er diesen übersehen können? Nun wird er nicht mehr sterben. Die Direktorin um ein Vier-Augen-Gespräch bitten wird er.
marschiert, wird er nicht umsonst sein. Im kleinen Konferenzzimmer wird sie ihm das Geheimnis des Kangaroo Warrior Chorals anvertrauen. Und der King of Reggae Collage von Yo Boys, ihr Ohr, ihr Herz, seine Intuition mehrstimmigen Chorgesangs weit, weit öffnen. Vibrationes Variabilis Vocalis en Traditione Aborigine. Seine Schulleiterin wird mit der Gastprofessur am Internationalen Institut für bedrohte Völker und einer Einladung ans Opernhaus in Sydney liebäugeln, während im Anschluss an die nachmittäglichen Chorproben Holz vor Beatle sich erhebt, zu fliegen hierher, zu schweben dorthin, kurzum seinem Willen Folge leistend. Gehorsam wie die Gestirne am Firmament werden die bunten Holzkugeln ihre Bahnen auf dem Billardtisch in seiner Stammkneipe ziehen, getroffen von seinem Kö, wie Ferro Greco von Benjis Baseballschläger. 12-mal Schlag zu, dann wird Fummelguru im Rinnstein zu liegen kommen, dann wird Uschis Lippenstift Knutschmündchen auf seine Gypsies drücken, dann wird Beatle auf dem Honky Tonk Lucky Man spielen. Kuschel-Uschi, Kuschel-Juscheli, oh. Mein lieber Josch, der Schlüssel in der Zusammenarbeit der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer liegt in der Gruppe der G20. Auch hier ist die Zusammenarbeit Amerikas und Europas ein entscheidender Eckpfeiler. Es ist eine Zusammenarbeit, die nicht ausschließt, sondern andere mit einschließt. AM 48. Die G20 hat gezeigt, dass sie handlungsfähig ist. Wir müssen uns dem Druck derer entgegenstellen, die die Staaten dieser Welt fast an den Abgrund geführt haben. Das heißt nicht anderes, als dass die internationale Wirtschaftspolitik nachhaltiger werden muss. Denn die Krise war auch Ausdruck zu kurzfristigen Denkens. Millionen von Menschen weltweit sind dadurch vom Verlust ihres Arbeitsplatzes und von Armut und Hunger bedroht. Um Wohlstand und Gerechtigkeit zu erreichen, müssen wir alles tun, dass sich eine solche Krise niemals wiederholt. Meine Damen und Herren, AM 49, das bedeutet auch, nicht der Versuchung des Protektionismus zu erliegen. Deshalb sind auch die Doha-Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation so wichtig. Ein Erfolg der Doha-Runde wäre gerade in der aktuellen Krise ein wertvolles Signal für die Offenheit der Wirtschaft. Die Wirtschaft offen. AM 50. Ebenso kann der Transatlantische Wirtschaftsrat eine wichtige Aufgabe erfüllen. Wir können damit Subventionswettläufe verhindern und Anstöße zum Abbau von Handelshemmnissen zwischen Europa und Amerika geben. Ich bitte Sie, lassen Sie uns gemeinsam für eine Weltwirtschaftsordnung eintreten, die im Interesse Europas und Amerikas ist. AM 51. Meine Damen und Herren, dass globale Herausforderungen nur in umfassender internationaler Zusammenarbeit bewältigt werden können, zeigt sich auch an einer dritten Bewährungsprobe des 21. Jahrhunderts. An so etwas wie einer Mauer zwischen Gegenwart und Zukunft. Diese Mauer versperrt den Blick auf die Bedürfnisse kommender Generationen. Sie verhindert den dringend notwendigen Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und unseres Klimas. Wohin dieser Verbrauch, AM 52, Amerika-Rede 52. Absatz, dieser Verbrauch unserer Zukunft führt, können wir jetzt schon sehen. In der Arktis schmelzen Eisberge. In Afrika werden Menschen zu Flüchtlingen, weil ihre Umwelt zerstört wird. Weltweit steigt der Meeresspiegel. Ich freue mich, dass Präsident Obama und Sie in Ihrer Arbeit dem Schutz unseres Klimas eine hohe Bedeutung beimessen.
Wir alle wissen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen eine Einigung auf der Klimakonferenz im Dezember in Kopenhagen. Wir brauchen eine Einigung auf ein Ziel. Die globale Erwärmung darf 2 Grad Celsius nicht überschreiten. Dafür brauchen wir die Bereitschaft aller Länder, international verbindliche Verpflichtungen zu übernehmen. Wir können es uns nicht leisten, beim Klimaschutz von den wissenschaftlich gebotenen Zielen abzuweichen. Das wäre nicht nur ökologisch unverantwortlich, es wäre auch technologisch kurzsichtig. Denn die Entwicklung neuer Technologien im Energiebereich bietet große Chancen auf Wachstum und zukünftige Arbeitsplätze. AM54. Es besteht kein Zweifel. Die Welt schaut im Dezember auf uns. Auf Europa und Amerika. Es ist wahr. Ohne Verpflichtungen Chinas und Indiens wird es nicht gehen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir in Europa und Amerika zu verbindlichen Verpflichtungen bereit sind, werden wir auch China und Indien davon überzeugen. Dann können wir in Kopenhagen die bestehende Mauer zwischen Gegenwart und Zukunft überwinden. Im Interesse unserer Kinder und Enkel und im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung weltweit. Indien, China, Europa, Amerika, Indien, China, AM54, AM53, alle Länder international, AM52, der Arktis und Kopenhagen, AM51, global, AM50, transatlantisch, AM49, die Welt, Millionen, AM48, schläft's nicht schon, Aula? Noch von ihrer eigenen Apokryphenpredigt geprägt, ist Sylvie sichtlich in ihrem Element. Weil es thematisch besser passte, hat unsere Gruppe Applaus bitte für Annika, Benjamin und Liz Sokrata. Danke, danke vielen, beruhigt euch auch mal wieder. Danke, gut, jetzt hat unsere Gruppe, ja gibt's denn das, wenn sie sich nicht beruhigen wollen, lacht Sylvie, danke. Dann muss Benjamin den Baseballschläger... Mühsam veräppt der Beifall. Schließt unsere Gruppe im 10er-Pack mit Zusatzzahl bei AM47, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich, in ihren einleitenden Worten hat Annika Ihnen und euch, liebe Freunde, eingeschärft, wo der Schlüssel hängt. Beim Wahrhaftigen, beim Heiligen. Das wissen wir bald so lange, wie wir Rasta Abba Elmer den Uralten kennen, den vor 15 Jahren Vater Raphael bezeugt hat, auch für Bushi-Freaks bezeugt, nicht gezeugt. Demgegenüber sind die 1,5-jährigen Amerika-Rede ein zeitlicher Wimpernschlag. Aber wir wissen ja alle, welch betörende Wirkung selbst die scheueste Wimper entfachen kann. Und deshalb Finger weg von der Vermutung, der Schlüssel hinge am Brett der G20. Finger weg! Verehrte Anwesende, ich wiederhole mich, Finger weg! Die G20 hat keinen Schlüssel. Sie wüsste doch auch gar nicht, wohin damit. Und wenn, wie rum? Da wir, bitte leise, schon bei betörenden Gefühlen sind. Emotionale Intelligenz kann Frau Dr. Merkel nicht abgesprochen werden. In AM47 den Eckpfeiler zu setzen, spricht für deutsche Tugend. Rechtzeitig schwenkt Frau Doktor nach unserem Jesum hin, dem Stein, den die Bauleute verworfen hatten. Zum Eckstein ist er dann geworden, uns Jesum.
Noch bevor das losgegangen ist mit der ganzen Globalisierung, haben schon die kleinen Inseln gerufen: Cornerstone, Cornerstone. Sieh, auf Schallplatten gibt's da Lieder von den kleinen Antillen. So weit, so gut. Bitte kein Tumult wegen der Sache mit dem Schlüssel. Lysokrata hat in ihrer Recherche ja schon dargelegt, Ruhe bitte, dargelegt, dass, ja doch, wir wissen alle, wie ärgerlich ein verlorener Schlüssel sein kann. Ja, am Wochenende kann ja keiner bezahlen, die Schlüsseldienste, aber Lysokrata, alle Schlüssel neu? Auch an der Garage und die Versicherung wollte nicht? Die Recherche hat eindeutig ergeben und Frau Dr. Merkel tut es ja selber am meisten, als sie hat das Herbstmärchen 1954 verpasst, weil sie doch da in Ostdeutschland gewesen ist. Wiedergefunden haben Sie Ihren Schlüssel? Bitte, meine Damen und Herren, wo wiedergefunden? Das gibt's doch gar nicht, wie ist der denn dahin? Sie Ihren auch? Und Ihrer? Gartenhäuschen, Schuppentür, keiner konnte was dafür. Nehmen wir diese Hoffnung, Zeichen in unsere eine gemeinsame Hand, daraus sie sich erheben möge, unsere prima Seniora zu umschweben, schweben auch auf einem Applaus für die Eckpfeiler-Patriarchin. Ihrer ist nicht wieder aufgetaucht? Bei Ihnen hat die Allianz dann doch noch? Ja, hoffentlich. Große Pause. 9:30 alle wieder hier. Uhr 24 mitteleuropäischer Zeit. Überfüllte Aula der Bob Marley Gesamtschule Düsseldorf. Obwohl es niemand länger als eine Viertelstunde auf dem Pausenhof gehalten hat, die Frühstücksmensa menschenleer daliegt, wie das Treppenhaus verwaist, müssen sich Daphne, Gordon, Roma und Timothea als Gruppe 2 des Geschichtskurses Frau Wembisch noch 5 Minuten gedulden. Das Kölner Studioteam hat für Punkt 9:30 eine Live-Schaltung ans Markus Garvey College in Zürich arrangiert. Noch zeigt die kontragekoppelte Videoleinwand nur einige Segeljollen auf dem Schweizer See. Als sich die Büste im College Park kunstvoll mit der Zeichnung einer CD-Hülle vermischt und die Unterschrift Garveys Ghost in den Wellen reflektiert, gibt der Kameramann, der mittels des Namensschildchens KST Franziska Löhring am hochgeschlossenen Kleid holder Weiblichkeit zugerechnet werden darf, durch strubbeliges Kopfnicken dem Quartett das Zeichen zum Loslegen. Leinen los! Gordons Einsatz ist so nicht abgesprochen. Doch als Sohn eines Skippers weiß er die mystisch-melancholische Szenerie auf dem Zürichsee wie eine steife Brise für ihren Viererturn durch die Amerika-Rede zu nutzen. Und direkt Mann aufs Steuerbord! Erste Klippe in Sicht, AM46. Lieber Josh, AM46, wenn die Welt die Lektion aus der Finanzkrise des letzten Jahres gelernt hat, dann führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass eine globalisierte Wirtschaft einen globalisierten Ordnungsrahmen braucht. Ohne eine weltweite Bindung durch Transparenz und Kontrolle kommt es nicht zu einem Gewinn an Freiheit, sondern vielmehr zu einem Missbrauch von Freiheit und damit zu Instabilität. Das ist dann gleichsam eine zweite Mauer, die fallen muss. Eine Mauer, die vor einer wirklich globalen Wirtschaftsordnung steht. Eine Mauer regionalen und ausschließlich nationalen Denkens. Erste Klippe in Sicht, AM46. Wenn die Welt die Lektion aus der Finanzkrise des letzten Jahres gelernt hat, dann führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass wir in der Nachfolge von uns Jesum diesem kein Beinchen stellen dürfen in seinem steten Bemühen, die Tempelhändler aus dem Hause seines Vaters zu vertreiben, auch zu schubsen ihn, da er umkippt, die Tische der Geldwechsler sind nicht legitimiert, wir geschweige denn ihn in den Haaren zu ziepen oder im See Genezareth zu döppen. Erste Klippe umschifft, während in der Aula manch Talertasche sich in manch Gesäß drückt und Westenschwere infolge Mastercard-Existenz aufkommt,
deren Symptome sich einem Miratin-Syndrom anlehnen, bei welchem der Wellengang gespiegelten Misstrauens an Stärke zunimmt, steuert Timothea hart an der aufschäumenden Gischt entlang. Waghalsig in sie hinein, ihre Crew schafft straff die Seile. Riff AM 45, Freiheit steht nicht alleine, Freiheit im und zum Töpferboot. Riff passiert. AM 40, AM 45, lieber Josch. Allerdings ist auch deutlich geworden, diese Freiheit steht nicht allein. Es ist eine Freiheit in und zur Verantwortung. Dazu bedarf es einer Ordnung. Der beinahe Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte hat gezeigt, was passiert, wenn es diese Ordnung nicht gibt. AM 44, lieber Josch, auf dieser Grundlage können wir stabile Partnerschaften mit anderen aufbauen, allen voran mit Russland, China und Indien. Denn, meine Damen und Herren, wir leben heute in einer freieren und vernetzteren Welt als jemals zuvor. Der Fall der Berliner Mauer, die technologische Revolution bei Information und Kommunikation, der Aufstieg Chinas, Indiens und anderer Länder zu dynamischen Volkswirtschaften, all das hat die Welt im 21. Jahrhundert zu einer anderen gemacht, als sie es im 20. Jahrhundert war. Das ist gut, denn Freiheit ist das Lebensgesetz unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Nur in Freiheit kann der Mensch schöpferisch sein. Timothea, waghalsig an der aufstäumenden Gischt entlang, in sie hinein, ihre Crew strafft die Seile. Riff AM 45, Freiheit steht nicht alleine, Freiheit im und um zum Töpferboot. Riff passiert, AM 44, Russen U-Boot, Chinesen Junke, sie alle jagen dem indischen Katamaran nach, der die Asche Sai Baba des Heiligen geladen hat. Wir begrüßen Daphne Gordon Hanroma, Hand an die Mütze, im Andenken an stabile Partnerschaften die Yogi-Abordnung aus dem Himalaya an Bord und dürfen ihn vom orientierten Schu-Schu-Schu als Erstpressung überreichen. Bitteschön. Im Gegenzug, Daphne Gordon Roma rührt euch, anernehmen wir ebenfalls als Erstpressung eine Gallone Nepalöl und drei seewasserdichte Kartons Himalaya-Heilkraut. Dankeschön, denn, meine Damen und Herren, das ist gut. Freiheit ist das Lebensgesetz unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Eidgenössisch dynamische Produkte der Schweiz, ein dreifach Markus Garvik College Ahoy an dieser Stelle. Markus Garvik College Ahoy, Markus Garvik College Ahoy, Markus Garvik College Ahoy. Duftsäckli-Dynamik, wie ihr im Wallis sagt. Nur in Freiheit kann der Mensch schöpferisch sein, wie sich bei uns Frau Doktor artikuliert. AM 43, die letzte Unterschrift. Interessiert schaut Roma dem Yogi zu. AM 43, wir Europäer, davon bin ich überzeugt, können in Zukunft noch mehr beitragen, denn wir Europäer sind in diesen Wochen im Begriff, unsere Europäische Union mit einer neuen vertraglichen Grundlage auszustatten. Die letzte Unterschrift ist gerade darunter gesetzt worden. Die Europäische Union wird damit stärker und handlungsfähiger und damit für die Vereinigten Staaten ein starker und zuverlässiger Partner. AM 43, die letzte Unterschrift, interessiert, schauten Roma dem Yogi beim Stopfen des Tonchilum zu. Die Segel sind gerafft in Eintracht und Gemach. Wiegt sich der Katamaran Mahatma längsseitig am Dreimaster Bibi Langstrumpf. Die letzte Unterschrift, sie ist gerade unter diese neue vertragliche Grundlage gesetzt worden. Scripto Ultimo. Und ich, Naroma Kumbaya, darf nun in Vertretung unserer Frau Dr. Bundeskanzlerin die Ehre wahrnehmen, als weitere vertragliche Übereinkunft das Gesundheitsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den sieben seligen Himmeln der Yogi-Kommune von Satya Sai Baba mittels Guru-Pfeife zu besiegeln.
Heile Selassie sei seiner Seele gnädig. Da ernteten Ruhma aus dem Hause derer von Kumbaya einen fragenden Blick vom Feuerwerfer der Asketen. Wer? Wieder kommt die Direktorin zur Hilfe. Gewonnen hat der Löwe von Juda. Leicht wandert ihre Stimme bis zum Genfersee. Auf den Thron der Königin von Saba, deren Reich sich von der Sahara bis in die hohen Gebirgszüge Indiens erstreckt, hat der Gott aller Völker geruht, als Salomons 225. Nachfolger Haile Selassie zu sitzen. Drei Regenbogenforellen vollführen einen eleganten Luftsprung, tauchen ein und ihre Kreise scheinen stehen bleiben zu wollen. Bedächtig nickt der, den die Yogi-Versammlung ihre Flamme nennt, doch mit der Verständnislosigkeit, die sich seine annahm, weil er von Rom aus dem Hause der Kumbayas zu allerletzt angliziselierte Sprache in König der königlichen Anruf wollte vermuten. Mit dieser Verständnislosigkeit sind weitere Zungen der Frage in Feuerflamme emporgestiegen. Nruma aus dem Hause derer zu Kumbaya, 40 Tage kein Fleisch gegessen? Verblüfft schaut der Düsseldorfer Afrikaner ihn an. Doch er hat Glück. Auch wenn er das deutsche Wort dafür überhaupt nicht leiden kann, so ist er wohl schon sowas wie ein Vegetarier. Noma aus dem Hause derer zu Kumbaya 40 Tage kein Feuerwasser getrunken. Wieder Glück gehabt. Von Benjamin war er zur Sport AG Boomerang bei Frau Dr. Miratin mitgenommen worden. Und nach dem Film Back Out Bottles hatte die komplette AG ihre komplette Brennbank am Ayers Rock zerschellen lassen. Zum Entwöhnen mit anschließender Neuorientierung rauschender Identität hauchten die beiden Prinzessinnen aus der Oberstufe. So durfte er zum ersten Mal in seinem Leben eine schokogroße Tafel roten Libanesen in seinen Händen halten. Die Umlaufbahn der Postsport AG wurden durchwandert vom Eigenimport der Hauchzarten, während Regina in deren Gästeapartment ein Quartalspraktikum als Fixstern begonnen hat. Zu Hause rausgeflogen, da ihr feingesponnenes Nervenkostüm die Bilder der Alkohol-Junkie-Aborigines aus der Back-Out-Bottles-Ballade Trepp ab in die väterliche Weinkeller-Revue getragen hatte, in der weder Fass noch Flasche dem rechnenden Zorn ihrer ganz privaten Eiersrock-Party entkommen sollten, erschien Reginas schönste Jugendfoto schon nach weniger als einer Woche auf den Titelseiten der Düsseldorfer Kazetten. Von den Lippen der Hauchzarten klang Tittenseiten unverwerflich verwerflich und schien eher den Suchartikelüberschriften und Bildunterzahlen geschuldet. Nach Hause, Gigi, komm nach Hause. Papa hat dir verziehen, Schatz. Bleib im Gartenhaus, Mademoiselle Gaga, kommentieren ihre Gasteltern kurz und ziehen schmerzlos die bodenlangen Vorhänge an der Terrassentür zu. Nach dem zweiten Wochenende die schmuckbahnende Mama auf ihrem 36. Geburtstag. Reggie, wir vermissen dich. Hat diese deine Eltern-Imitation nur irgendwas von Reggie, Reggie, Reggie locker? Mit hauchzartem Blick landen Essen und Trinken für weitere 7 Tage im Asylheim der verziehenden Vermissten. Die Oma mit auf Seite 1. Regina, verzeih uns. So stopfen hauchzarte Hände, Buchsen, Strumpfhosen und Pullis in die 40 Grad. Ihren Unterklotten wird der Kochverschrank genehmigt. Zum 3x7-Tage-Sit-In zieht Omas Ex-Enkelin eine Geschenkkartonschleife auf. Australische Halbwaden-Hanfboots und ein Wollkleid. Sie hat ihre Monatsblutung, aber die Schmerzen im Unterbauch kommen ihr nicht halb so stark wie zu Hause vor. Sie lehnt an der Schulter von Alpha Hauchzart und heult der die Dreadlocks bitch nass. Da legt Omega Hauchzart Gregory Isaacs auf. Aude! 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 Doppelt so alt wie Regina, meine eigenen Leute setzten mich fest, beraubten mich meiner Freiheit. Ich war der Mauern überdrüssig, doch die wollten mich einfach nicht gehen lassen. Ah, strictly Aude! Ganz still liegt die Pippi Langstrumpf nun.
ein Roma aus dem Hause derer zu Kumbaya 40 Tage keine Liebe gemacht? Da schaut der junge Mann betrüppelt zu Boden. So bereiten sich die indischen Meister auf Joint und Chillum vor? Das hat ihm im Globalisierungsunterricht niemand beigebracht. Womöglich trinkt diese Sorte Asiate vorher nur Wasser aus dem Bach. Dazu fein gemahlener roher Reis, etwa 3 Stäbchen voll am Tag. Doch das kann die Frau Bundeskanzlerin auch. Warum also sitzt er in Roma hier, den Blick auf die Planken des Dreimasters gesenkt? Sagt er nein, grölt die ganze Aula. Und die Unterwasserwelt hält sich die Kiemen vor Lachen. Sagt er ja, sind Siegelpfeife und Gesundheitsabkommen gefährdet. 2-mal nur war er zu Besuch in Reginas Exil gekommen. Das Versteck sollte nicht auffliegen. Von den 10 Klässlern hatte er aber sonst niemand so viel mit den Oberstüflern zu tun. Vor seelischer Erschöpfung eingeschlafen, hatte sie im Wollkleid auf ihrem Bett gelegen. Der Importeurin eine war am Schreibtisch der Wohnstube gesessen. Die Schulhefte der Origine Anarchistin leichten Bleistifts mit Anmerkungen zu versehen. Selbst in der reichen Landeshauptstadt konnte sich längst nicht jeder einen Privatwilleninternatsplatz leisten, während hier nach einer Weile die andere Importeurin mit einer bauchigen Teekanne aus der Küche des schlossähnlichen alten Haupthauses kam. Sie steckte eine Stöpfchenkerze an. Bald verbreitete sich das Aroma von Zitronenmelisse in der abgedunkelten Kammer und machte dann sachte die Musik lauter. Irgendwas Langsames, Klassisches. Edward Grieg, entzifferte der Junge aus Afrika im Dämmerlicht, die geschwungene Strenge der Schrift auf dem Schallplattencover. Seinen wüsten Augen entgingen nun auch nicht mehr die tiefen Ringe um Reginas Augen. Wie ein Junge aus Afrika war er sich lange nicht vorgekommen. Doch nichts war im Moment ehrlicher als die tiefen Verletzungen, die Ströme von Tränen im Gesicht seiner Freundin offengelegt hatten. Unsicher zog er sich vom Bett zurück. Ein Blick aus der Stube hieß ihn willkommen in einer Aura hauchzarter Korrekturarbeiten. Einmal im Monat mache ich ihr sonst auch Zitronenmelisse-Tee, sinkten Roma fragend in einen Korbflächensessel. Nackte Füße kuscheln sich in ein Sofakissen. Die Wiese zum Haupthaus hin steht noch immer vor Wasser vom morgendlichen Wolkenbruch. Ein Geräusch von Holz auf Holz, als der Bleistift zur Seite gelegt wird. Fiebergras-Tee koche ich nach so 2-3 Tagen, weiß Roma nicht wirklich wohin mit seiner Angst um Regina. Meniantes trifoliata, hauchzart, wird vom Sofa her eine Schocktherapie eingeleitet, da den beiden Prinzessinnen nicht verborgen geblieben ist, wie sehr Wüstenaugen Tränen unterdrücken wollen. Für einen ersten Moment verdrängt Sehnsucht nach welcher Lösung auch immer die Hilflosigkeit der Fremdbestimmung, der sich in Roma in diesen Wochen so ausgesetzt fühlt. Noch hat er nicht realisiert, welche wache Geisteswelt zarten Hauch erfüllt. Doch klingt Meniantes Trifoliata schon sehr, sehr wie weiblich alte Weisheit. Meniantes Trifoliata, das soll Pflänzchen gegebenenfalls behilflich sei bei Verdauungsschwierigkeiten, hat im Moment hinten anzustehen. Wahrheit verheißen, und zwar die absolut einzige, kann nach dem Fiebergras-Tee erstmal nur, was Noma mit Sicherheit nicht kennt, Fieberklee. Hauch. Jetzt noch zart am Rande, ein starkes Kraut. Und dann diese geschlechtsglobale Solidaritätskundgebung mit Hochgeschwindigkeit in ihre Zielgerade pushen. Größten therapeutischen Nutzen verspricht ihr die persönliche Anrede in der Einzahl, dem sogenannten Singulare. Und Noma, was machst du, wenn dir in der Zeit die Lust kommt? Zwischendurch hatten die Prinzessinnen richtig gelacht, wenn auch leise, um die Asylantin im eigenen Lande nicht zu wecken. Zwischendurch hatten sie ihm sogar seinen, wenn auch nicht hoch, so doch immerhin irgendwie roten Kopf im Spiegel der Badezimmerkommode gezeigt. Was alles so reinpasst in ein Gartenapartment?
Doch ohne diesen Gedanken zu Ende gebracht zu haben, kam ganz allmählich wieder das Bewusstsein der Selbstbestimmung in ihm auf. In meiner Heimat haben viele Frauen zur gleichen Zeit ihre Tage, wie ihr hier sagt. Sie wohnen dann in einem Haus für sich und ich glaube, sie sind ganz froh darüber. Froh auch Noma, ein Anfang ist geschafft. Ein eigentümliches Gefühl bleibt gleichwohl noch. Er überlegt einen Moment. Ihr protestiert ja gar nicht. Auch zarte Stille. Aber auch in meiner Heimat finden sich Frauen, die bei Halbmond die Tage haben. Bei Vollmond sogar welche. Schmugglerinnenstille. Allein ist in dem Haus, glaube ich, selten eine Frau. Nur wenn sie will. Dann kann sie in einer Hütte für sich sein. Beine vor die Brust gewinkelt, Sofakissen durch ein Dreiecktuch ersetzt und die eben noch Bleistiftkunst zelebrierende legt Edward Griegs zweite Seite auf. Gleichmäßiger Atem malt Wolkenkleids leichte Bewegung. Während Ruma im Wüstenschiff segelt, bereit Anker zu werfen, sobald das Zelt des Medizinmannes in den Sanddünen auftaucht. Was will Noma, Sohn der Königin für Stammeskultur, von mir? Zu sehen ist niemand. Doch weiß Dr. Osibisa sich zu ein in der Magie der allgegenwärt gehauchten Wortes. Auf dem Sofa der Gartenlaube Guter Strub bildet sie im Knietuch das Antlitz eines der heiligen drei Könige ab. Hat Omega H sich gegen ihre geliebte Batikstola-Flagge entschieden. Ihr Ari Belshazzar, an den persischen Magier, welcher als Bethlehem-Sternkundiger zu doch beträchtlichem Ruhm gelangt ist, klingt hinfort mit dem Melodienreigen einer norwegischen Tonlyrik des 19. Jahrhunderts, klingt in die Stille der Fjorde, legt seinen Glanz dem Thron der Mitternachtssonne zu Füßen. Ein Bart in Solveigs Wiegenlied nimmt Phönix, wonach sie ihr Gefieder und trocken schüttelt. Ewiges Ritual vor dem nächtlichen Heimflug über den europäischen Kontinent und mittelländisches Meer. Lediglich eine Rast ist ihr gewährt, so Arabien vor Sonnenaufgang erreicht werden wird. Mancher Seele, gleich jung oder alt, ist sie doch seit Anbeginn aller Zeit verbotene Suche nach Phönix sagenumwobener Oase zum Verhängnis geworden. Viele schon wollten sie bei Nazareth finden, gemäß der Worte der Weise. Der Nachtflug, this flight tonight. Irre geleitet in der Wüste ist noch jeder worden, welcher den Namen der Minne singenden Baden hatte als verschlüsselte Botschaft deuten wollen. So was kann Ruma so schnell nicht passieren. Schließlich durchsegelt er das Atlasgebirge nicht zum ersten Mal. Auch in den mächtigen Wellen der Sahara fühlt er sich wie zu Hause, seit ihm in Nacht 45 seiner Kindertage bereits die Wanderkarte der Königin von Saba im Traum aufgeklappt und von der dritten Fee der Königin erklärt worden ist. Geschickt weiß er sich der Naturgewalten zu bedienen.